Also in Zielen bin ich nicht besonders gut, hä? So, aber die darin, sich selber zu vergiften. Ja, früher war die Stelle noch schlimmer. Oh, du reagierst gar nicht. Du reagierst überhaupt nicht, hä? So. Ich weiß gerade gar nicht, bist du eine Mimik? Nein, du bist keine Mimik. Aber du hast Gift in dir. Jede Menge Gift. Gut. Noch ein Wahrheitsverkünder. Vorsicht vor Gift hier, ja. So, wir könnten wieder hier runterspringen. Das bringt allerdings nichts. Oder nicht viel. Wir gehen jetzt erst einmal zu Pate. Die Tür lässt sich nicht von dieser Seite öffnen. Hi, Pate. We went through a lot together. Take this as a token of our friendship. Ja. Das ist Pates gesamte Ausrüstung. Don't be shy. They were meant for you. Die kriegen wir nur, weil wir Pates Questline abgeschlossen haben. Nämlich indem wir ihn im weitergefallenen Riesen beim ersten Boss, also beim letzten Riesen, gerufen haben. Sonst würden wir das Zeug gar nicht kriegen hier von ihm. Well, we meet again. There's treasure this way, but I have a bad feeling about it. I don't quite have the guts myself. Ja, er redet schon wieder von einem Schatz in dieser Richtung da. Well, there's treasure. I don't. Aber er lässt wieder uns vorgehen. Er hat nämlich ein schlechtes Gefühl dabei. Das ist wirklich wie Patches. Da ist ein Schatz. Hol ihn dir. Und dann kickt er uns die Brüstung runter. Wow. Wo zur Hölle? Du warst da oben. Du hast da oben gelauert. Ja. Den Schatz können wir uns leicht holen, indem wir einfach hier runterhüpfen. Und hier kurz lang gehen. Hier ist nämlich wirklich eine Truhe. Und hier ist der große schwere Seelenpfeil drin. Also so gesehen ist hier ein Schatz jetzt gewesen, aber kein Goldschatz, wie er behauptet. Sondern irgendein Zauber. Well, good to see that you survived. Perhaps you're more rugged than I thought. In any case, the treasure is yours. Since you went ahead, took the leap. I prefer a more cautious approach. It's hard to know who to even trust these days. For instance, I've heard that a man is out for my life. Traitor. Now, what misunderstanding could have ever led to that? The poor bloke must have quite an imagination. Ja, er lacht wirklich teilweise genauso verrückt wie Patches. Deswegen vertraue ich dir auch nicht. Nein. Er ist aber nicht ganz so aggressiv wie Creighton. Dafür bist du hier ein kleines Problem. Wenn ich dir ins Bein schieße, bringt das nichts. Ja. Den müssen wir da drüben irgendwie besiegen können. Erstmal hier den schimmernden Lebensstein aufsammeln. So. Weg mit dir. Dass wir hier die Truhe plündern können. Szene eines tapferen Kriegers und rotes Wasser ist okay. Und jetzt müssen wir denselben Weg hier zurückspringen. Wow. Und wieder hier runterfallen. Der jetzt kommt die Stelle hier.
So, erstmal weg mit dir. Ihr trefft mich zum Glück von hier oben aus überhaupt nicht. Das Problem ist, ich treffe dich von da aus nicht. Okay, du bist weg. Jetzt kommt nämlich der schwierige Teil, der Sprung darüber. Und ja, den müssen wir machen. Wow, wow, wow. Um an die Sachen ranzukommen. Nein, hätten wir nicht machen müssen. Wir hätten von da drüben aus springen müssen. Hehehe. Ja, auch toll. Jedenfalls müssen wir jetzt darüber springen. Und der Sprung war zu kurz. Lassen wir die Seelen, wo sie da liegen. Ich habe nämlich keine Lust, da drüben nochmal hinzugehen und meine Seelen wiederzuholen. Ich weiß gerade gar nicht, ist dort auf der Ebene ist noch eine Truhe. Mist. Das heißt, wir müssen nochmal kurz in die Richtung. Können uns aber zum Glück einen Großteil der Kacke hier sparen. So, nämlich, indem wir einfach hier lang gehen. Da kommen zwar sofort wieder die beiden hier runter gesprungen. Wenn ich hier reingehe. Genau. Wow, warum treffe ich den vor mir nicht? So, einer weg, zweiter weg. Handschuhe des Männchens aufgenommen. So, da kann ich einfach nämlich hier oben lang gehen. Kann den da eigentlich ignorieren. Weil der schlägt sich hier, glaube ich, nicht durch die Giftsachen durch. Nein. Oder? Nö. Kann dich ignorieren. Pate ist übrigens jetzt verschwunden. Und ich kann mich hier runterfallen lassen. Kann hier die Truhe plündern, sofern es eine Truhe ist. Ist es auch. Blitzspeer. Ah, sehr schön. Ich kann doch versuchen, meine Seelen zu holen. So. Ah, vergiftet. Entgiftungskraut nehmen. Davon habe ich übrigens nicht mehr so viel. So. Weg mit dir. Und rüber. So. Heimkehrknochen. Ganz einfach Heimkehrknochen. Nichts anderes. So, ab nochmal Jula. Mit den Seelen kaufe ich mir noch ein Upgrades für meine Rüstung. Ich brauche... Wie viele Steine habe ich denn? Gar keine. Und ich bräuchte hierfür 5 Stück. Weil das andere habe ich bereits... Ja,
abgegradet. Also zwei kaufen. Dass ich es wenigstens auf plus 2 bringen kann. Visit me. So. Verstärken den Alva-Helm. Und ja, wir hätten einen neuen Schild. Ich weiß gerade gar nicht, der ist plus 5 schon. Wir hätten Pets-Schild. Pets-Schild ist, wie man sehen kann, hier bei den ganzen Dingen hier besser. Also Finster, Gift und so weiter. Gerade vor allem Ding Gift ist gar nicht mal so schlecht. Hat aber weniger Haltung, wiegt mehr, was das Hauptproblem ist. Und wir können ihn nur mit Funkeltitanit verbessern. Und er braucht 25 Stärke, also er gibt sich nicht so viel mit unserem Doppeldrachenschild. So. Ich packe erstmal unnötiges Zeug wieder weg. Giftiges Harz hier. Wieder Skeptiker-Gewürz. Die Prismasteine nicht. Waffenmäßig Messer des Männchen. Das können wir mal behalten. Das Giftbreitschwert. Den Arbeitshaken. Pates Speer, den kann ich euch gleich mal kurz zeigen. Mira-Schild, Pates Sachen. Handschuhe. Also Pate trägt die Lederrüstung aus Dark Souls 1. Nur, dass die hier etwas mächtiger zu sein scheint und... ja, Funkeltitanit braucht. Auf den ersten Blick eine gewöhnliche Rüstung, doch in Wahrheit sehr gründlich bearbeitet. Gehörte dem sanftmütigen Pate. Wurde grundlegend angepasst, eventuell ein Beutestück. Und dasselbe steht auch hier. Ein gewöhnlicher Helm wurde aber bearbeitet. So. Wir gehen jetzt erstmal zur unteren Irdenspitze zurück, zum Untererdern Pike. Denn da haben wir auch noch eine Gleichheit nachzuholen. Jetzt, wo das Gift nämlich weg ist. Erst einmal Rufsymbol. Für den Fall, dass ich doch nochmal gerufen werde. So, weg mit ihr. Ist hier die Giftbrühe niedriger geworden, weil sie nicht mehr so hoch gefördert wird. So. Einen Lebensstein hast du dabei gehabt. Ich kann nämlich also jetzt da lang gehen. Und das ist auch sehr wichtig, dass ich da lang gehe. Wow. Das sah imbar aus. Das genauso. Ja, du komm hier durch. Muss ich dich erst ein bisschen aggroen. Ich habe mir wieder keine Pfeile gekauft. Oh. Genau, vergifte dich ruhig selber. Na, nicht so toll. Jetzt bin ich nämlich auch voll mit Sapsche, die mich gleich vergiften wird, aber da heile ich mit Heilsteinen dagegen, da ich nicht mehr so viel Entgiftungsmoos habe. Zwei Heilsteine. So, noch ein Heilstein. Und da ist es auch gleich abgelaufen. Zum Glück wirken die kumulativ. So, den da ausschalten. Bevor der mir wieder Schaden macht.
hier drüben vorsichtig sein. Hier erstmal das Reparaturpulver an mich nehmen. Ja. Und hier steht Lucatil. Still on the road, are you? Ja, sind wir. Sorry to have burdened you so. This is for you. By way of an apology. Ja, sie gibt uns jetzt einen Hartstahlring plus 1, ein sehr schönes Geschenk. I found my thoughts growing hazy. My memories are fading, oldest first. The curse is doing its work upon me. I am frightened, terribly so. If everything should fade, what will be left of me?